Uprising Studios. Indie Games von THQ Nordic präsentieren auf der Unreal Engine ein Spiel namens F-Mod. Nein, F-Mod heißt es nicht. Wie viel kommt denn da noch? Ja, das Spiel speichert Daten automatisch und beendet das Spiel dann nicht. Es geht um Scarf. Scarf auf Deutsch hier Schal. Wie Bier. Nein. Ich hoffe, man kann das gut mit Maus spielen. Ich habe nämlich keine Ahnung und leg mal los, ne? Ich weiß, dass es ein Rätselspiel ist, also kein Bang Bang, sondern und los geht's. Hoffe ich. Ich habe noch keine Ahnung, was mich erwartet. Wie gesagt, ich habe noch nicht einen Meter gespielt. Ich habe nur geguckt. Es sieht gut aus. Es sieht interessant aus. Es geht um einen Schal, der am Hals von einem Wesen hängt, das nicht wirklich menschlich ist, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber muss ja auch nicht menschlich sein, ne? Hauptsache, es lebt. Ein Licht. Und wenn ich die Maus bewege, kann ich nur überspringen. Deswegen ist es wahrscheinlich ein Intro-Video. Ja, da taucht das auf. Es ist ein Wesen. Mit einem eine Haarsträhne nach vorne. Und das sind wir, was? Das sind wir dann. Wir tauchen auf und werden geboren. Haben wir irgendwas Schwarzes in und werden wir gleich erfahren. Da kommt ein Schal auf uns zu. Hi. Ich kann mich mit WASD bewegen. Und ich laufe mal dem Schal hinterher. Ich kann nur da hier. Ist sonst nichts gut. Ah, durch die Drehung ist mir schwindelig, deswegen bin ich hingefallen und war gut. Aber ich bin plötzlich gefangen. Mit links kann ich interagieren. Jetzt kann ich auch wieder bewegen. Ja, guck mal, das ist hier. Ja, ich komme ja zu dir. Was ist das denn? Hey! Hebe ich das Ding auf. Und gebe ihm das. Und jetzt habe ich einen Schal. Und so beginnt es. In dem Moment, in dem ihr scharlachroter Körper die blasse Haut berührt, war ihre Geschichte zu hören. Vor ewigen Zeiten war sie glücklich. Mutter war mit ihr. Immer. Firefox. Der gesamte Kosmos war ihr Spielplatz. Bis sie angriffen. Sie zerrissen ihre Mutter. In Fetzen. Sie schrie und schrie. Doch sie hörten nicht auf, bis nichts mehr von Mutter übrig war. Warum? Dann
benutzten sie Mutters Fäden, um aus dem wunderschönen Kosmos zu entfliehen und Portale in neue Welten zu erschaffen. Sie durchschritt das Portal, um sie aufzuhalten. Doch sie kam zu spät. Die Grausamen waren verschwunden. Mutter war verschwunden. Ihr Zuhause war verschwunden. Sie war allein. Rief nach ihrer Mutter. Mutter kam nie zurück. Doch jetzt, jetzt hat sie neue Hoffnung. Jemand ist gekommen, der mit neuen, gütigen Ohren ihre fürchterliche Geschichte hört. Ein Wesen des Lichts, gütig und sanft. Jemand, der helfen kann. Ich? Was? Du. Hä? Das ist so viel Aufgabe, zu viel Last für mich. Werde ich es schaffen? Ich traue mich, ich will wieder zurück. Kann ich da jetzt E drücken oder nicht? Ja. Okay, jetzt kann ich auch springen, geil. Ist noch so nicht. Warum komme ich nicht? Meine Maus ist wieder eingefroren. Aber ich habe eine Kabelmaus, deswegen muss es vom Spiel her so gesetzt sein. Was fliegt da? Na, schauen wir mal, was hier so. Du wolltest, dass ich hier hingucke und. Ha, guck, Stern. Du wirst gerade schwindelig von den ganzen roten Pflanzen hier stehen. Ah, das ist also ein Portal, wo ich dann nachher durch muss, wahrscheinlich. Aber erstmal muss ich hier Rätsel lösen. Hey, Finger weg! Okay, ich gehe jetzt mal hier rum. Hier sind da irgendwas vor dieser Tür. Hier den. Das Portal ohne nennenswerte Funktion. Irgendwelche komischen. Jetzt kann ich übers Wasser laufen, okay. Aber nur ein Stück. Na gut, ich lasse das. Ah gut, ich kann übers Wasser laufen, was laut plätschert. Hier sind auch irgendwie drei Sachen. Etwas Zahnrädriges. Dahinter ist nichts. Kann ich dem jetzt in den Hintern treten? Sozusagen. Der Anfang. Hier
der Mitte ist auch noch was. Wo ist mein Schal jetzt hingeflogen? Da ist mein Schal hingeflogen. Ich kann den Schal streichen. Okay, ich kann den einmal knuddeln und hier E drücken. Bei der ersten Kugel, die ich wiederholt habe. Okay, jetzt kann ich hier durch ein Portal gehen und... Okay, auf meinem Bildschirm ruckelt es nicht so, aber da ruckelt es irgendwie. Naja, ich mach mal weiter. Wie ist der Übergang? Es lädt. Ich habe keine SSD, deswegen geht es ein bisschen länger. Mit 2 Frames in Sekunde. Okay. Fische. Steine. Ich bin gespannt. Das sieht auf jeden Fall aus wie auf der anderen Seite. Ich habe ein Bild entdeckt. Von Wesen, die irgendwas per Schiff transportieren. Jetzt bin ich gespannt, was das da in der Mitte ist. Wo die Wellen sangen, erwarteten mich 3 Teile der Dunkelheit. 1, 2 und 3. Und mehr als 3 Teile. Ich sammle die einfach mal auf. Okay, irgendwie habe ich erwartet, dass ich darauf dann laufen könnte, aber okay. Eine Krabbe. Was geht mit dem da oben? Ich komme da nicht hin. Komm ich halt hier hoch? Komm ich auch nicht rüber? Hier komme ich auch nicht rüber. Schade. Thank you.
komme ich denn jetzt hier irgendwo weiter? Da hinten habe ich nichts übersehen, ne? Außer den Vögeln da oben. Zurück komme ich nicht. Der Raum war auch nicht mehr als das, was ich entdeckt hatte. Oder? Nee. Jetzt hat er voll Power. Jetzt ist er wirklich da. Okay, wieder was gelernt. Jetzt kann ich hier auch rüberlaufen. Jetzt habe ich Flügel. Ich bin nicht über durch. Doppelsprung. Hier ist nur Doppelsprung. Und jetzt hat der Typ Angst vor mir. Du. Ich laufe hier mit der her. Kann ich nicht entfernen. Auch immer der andere Typ hin ist. Jetzt ruckelt's bei mir auf. Viel zu oft die Kontrolle, aber egal. Ja.
Ja, okay. Irgendwie verstehe ich überhaupt nichts, aber egal. Okay, hier komme ich später durch, wenn ich das mit dem Hängen kriege.